Herzlich willkommen bei Brandmundorfs Astrophysik TV. Unsere Reise führt uns heute in den Sternbild Jagdhunde, wo sich die Strudelgalaxie befindet, was auch Wirbolgalaxie genannt wird. Man erkennt eine ausgeprägte Spiralstruktur, weil es auch eine Spiralgalaxie vom Hubble-Typ SC. Dazu machen wir auch noch ein Video, schreiben wir dann auf. Die Entfernung aber wiederum kann nicht so ganz bestimmt werden von dieser Galaxie. Da hat man Ergebnisse von 15 bis 37 Millionen Kilometer. Also man nimmt eigentlich den Standardwert 28 Millionen, aber es variiert ganz schön stark. Und es hat noch einen Begleiter. Also wir sehen, die Wirbolgalaxie ist nicht alleine. Hat noch einen nah wegzuwirkender Begleiter, der die Nummer NGC 5195 im New General Katalog trägt. Und wir sehen eine 50, also die Strudelgalaxie, wo wir es mal am Bild nehmen sehen, das große, hat selbst die Nummer 5194 im NGC-Katalog. Deswegen würde man bei der Wirbolgalaxie mal beide Nummern. Weil sozusagen eine Galaxie mit einem kleinen, nah wechselwirkenden Begleiter. Sieht man ja schon auf dem Bild. Aber der NGC 5195, also der nah wechselwirkende Begleiter von der Strudelgalaxie, also Wirbolgalaxie, ist vom irregulären Typ. Man hat auch festgestellt, dass im Messier 51 derzeit eine außergewöhnliche aktive Sternentstehung stattfindet, die vermutlich durch die Gezeitenwechselwirkung mit NGC 5195 verursacht wird. In dieser Galaxie, also Wirbolgalaxie, befindet sich noch ein aktiver galaktischer Kern. Was ist mit einem aktiver galaktischer Kern? Also ein supermassereiches schwarzes Loch im Inneren. Eine Seyfarth-Galaxie von Typ 2, weil in ihrem Zentrum verbirgt sich ein supermassereiches schwarzes Loch, so wie ich es gerade schon gesagt habe. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal dann. Auf Wiedersehen.